Wenn Jan Bano diesen Weg im Swat-Tal im Nordwesten von Pakistan geht, dann denkt sie immer an ihre Tochter. Die 16-Jährige ist getötet worden, sie starb nach einem Säureangriff. Für ihre Eltern ist ihr Mann der Hauptverdächtige, doch die Polizei wollte nicht ermitteln. Von dem Angriff auf unsere Tochter haben wir gut 2 Wochen später gehört. Als wir sie im Krankenhaus besuchten, konnte sie nicht mal sprechen. Sie war schwer misshandelt worden. Ihr halber Körper war verätzt. Sie hatte schwere Verletzungen. Die radikal-islamischen Taliban kontrollieren das Swat-Tal zwischen 2007 und 2009. Für weltweite Bestürzung sorgt 2012 ein Taliban-Anschlag auf die Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai. Sie hatte sich kritisch geäußert und überlebte nur knapp. Viele Streitigkeiten in der Region werden außerhalb von Gerichten geklärt, in Jirgas, rein männlich besetzten Stammesversammlungen. Frauen fühlen sich bei ihren Entscheidungen oft übergangen oder benachteiligt. Jan Bano hat bei diesen Frauen Hilfe gefunden. Die herkömmlichen Versammlungen beziehen uns nicht mit ein. Wir waren schon eine Gruppe Frauen und dachten, warum nicht unsere eigene Versammlung gründen und unsere eigenen Entscheidungen fällen? Es ist die erste nur mit Frauen besetzte Jirga in Pakistan. In den wenigen Monaten ihres Bestehens haben sich die Frauen mit einem Dutzend Fällen beschäftigt, auch mit dem von Jan Bano. Sie halfen ihr, Anzeige zu erstatten bei der Polizei. Der Ehemann ist seitdem untergetaucht. Manche Vertreter von traditionellen Jirgas begrüßen den Schritt. Doch bis die Frauen ihre Rechte durchgesetzt haben im Swat-Tal, wird es wohl noch dauern.